Und Franziska, du wolltest noch ein paar. Genau, ich mache jetzt eine total unnötige Einführung, weil ich sehe schon, dass du sowieso alles nochmal erzählst. Ja. Deswegen halte ich mich auch sehr, sehr kurz. Also Anja Kaiser ist Designerin in Film, Musik, Popkultur, aber auch aktivistischen Kontexten. Ja. Genau, ich habe jetzt das Wort gesucht mit den Umgebungen eines sehr komischen unterwegs. Aus ihrem Text, den sie über den Vortrag geschrieben hat, fand ich eigentlich ganz schön, dass sie heute angewandte und unabhängige Projekte präsentiert, die den Körper als ambivalentes Medium zwischen Macht und Ohnmacht auf dem Spielfeld der selbst- und fremdbestimmten Verwertung thematisieren. Ich fand, das trifft es eigentlich auch ganz gut, die Verbindung, die wir hier zu unserem Workshop haben, also Template Culture, also die Frage nach Normen, nach vermeintlicher Neutralität, nach vorgegebenen Regeln, denen man sich unterwirft oder auch widersetzt. Von daher passt es total gut zusammen und wir freuen uns sehr, dass du da bist und jetzt darfst du gerne anfangen. Und ja. Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte mich auch nochmal bei Franziska Morlock, Präsidentin und Anja Rüst bedanken für die Einladung. Genau, ich habe einen Vortrag vorbereitet, der geht jetzt wahrscheinlich so eine Stunde, eine oder eine Stunde. Ich hoffe, das mit dem Sauerstoff reicht er aus. Ansonsten müssen wir so Zeichen geben. Und ich sehe auch so ein paar Studierende von der Ruhr. Mit Sicherheit, also ich werde tatsächlich so ein bisschen durch meine künstlerischen Projekte gehen, aber auch durch angewandte Projekte. Falls jemand schon mal einen Vortrag gesehen hat, dann kennt vielleicht die eine oder der andere Teile daraus, genau, und werde auch so zwischendurch ein bisschen was Aktuelleres einlegen. Ich verstehe mich selbst als Grafikdesignerin, Künstlerin und bin aber auch regelmäßig in der Lehre unterwegs, was ich unglaublich genieße. Und ansonsten, kein Problem, würde ich mich so als feministische Komplizin bezeichnen. Vielleicht als ich damals die Einladung von Franziska bekommen habe, dass das sozusagen in diesem Rahmen eingebettet sein wird von dem Workshop Template Culture, habe ich eigentlich daran gedacht, dass es vielleicht interessant ist zu sagen oder wie ich das für mich formuliere. Ich würde mich als Gestalterin mit einem medienoffenen Ansatz bezeichnen. Was das heißt, wird sich in den Arbeiten zeigen. Und referiert für mich eigentlich auch auf die Frage so von so einer Template-Culture zurück. Und ja, vielleicht sind es dann dieser medienoffene Ansatz, ist vielleicht so eine Suche nach widerständigen Oberflächen, die man eben mit Hilfe des Grafikdesigns gestaltet. Und das wird so ein bisschen durch diesen Vortrag leiten. Aber mir ist es auch immer ein großes Anliegen, die Netzwerke und die Leute zu zeigen, mit denen ich arbeite, weil die sehr wichtig sind, wie ich überhaupt gestalten kann. Und ja, deswegen werde ich euch auch viel von diesen Netzwerken erzählen. Genau ein Projekt, eigentlich stehe ich tatsächlich selber in der Position, ich mich so umsetze, immer noch dem Publikum zugewandt, oder? Und ich stehe da nicht drin. Genau. Ich würde mit einer Arbeit beginnen, die schon ein bisschen älter ist. Und zwar habe ich die ungefähr 2012 angefangen im Rahmen meines Masterstudiums. Und wie ich schon sage, ich komme selber, also ich bin in Cottbus groß geworden. Und Cottbus ist so bei Berlin. Aber ich würde jetzt Cottbus mal als so eine Stadt bezeichnen, irgendwie, in der es schon immer so ein Rechtsextremismusproblem gibt. Und bin da eigentlich irgendwie so relativ schnell in so linken Kontexten gelandet und habe mich da irgendwie vor allen Dingen viel so mit Frauen, so solidarische Netzwerke gegründet und habe auch irgendwie damit selbst angefangen aufzulegen. Und damals dachte ich dann, ach, das läuft irgendwie gut, aber ich will auf gar keinen Fall mit dem, was ich richtig gerne mache, Geld verdienen. Weil dann muss man so gucken, in was für Kontexten man ist. Und wir haben dann so aufgelegt, dann habe ich immer nebenbei die Plakate gemacht und dann dachte ich, naja, vielleicht mache ich dann einfach was mit Grafikdesign. Und das war vielleicht für mich der interessante Moment, dass diese Frage von so einer Verwertung und für wen arbeitet man, egal ob man, also ob ich jetzt in so einem Kulturbetrieb tätig bin,
als auch irgendwie als Grafikdesignerin tätig bin, das ist natürlich eine ähnliche Form von Ohnmacht oder ja, da kommen Schlangen genau die gleichen Mechanismen zu. Genau. Das heißt aber, dass eigentlich in meinem ganzen Studium immer wieder so das Thema Feminismus zurückgekommen ist und das auch was ist, was mich selber so antreibt in meinem alltäglichen Leben. Und das ist ein sehr großer Begriff und was das heißen oder was das für mich bedeutet, versuche ich jetzt eben auch an diesem Projekt ein Stück weit zu zeigen. Und das ist eben eine Arbeit mit dem Master, habe ich mir eben ganz stark vorgenommen, okay, ich will ein Masterstudium machen, wo ich eigentlich 2 Jahre mich nochmal konzentrieren will auf das, was mich inhaltlich interessiert und ja, neue Wege finden, das zu kommunizieren, eine Erzählung darum zu, irgendwie eine Erzählung zu entdecken und aber auch für andere erfahrbar zu machen, die ich glaube ich sehr wichtig ist für so einen gegenwärtigen Diskurs. Genau. Das Projekt heißt To Whom Do I Owe My Body? Sex Realities und untersucht die Sehnsucht nach geschlechtsspezifischen Realitäten und deren Zerfall. Achso, ja, das war ein bisschen vorsichtig sein mit den Plakaten. Achtung! Schön, dass ihr da seid. Genau, und also ich untersuche quasi den Körper hinsichtlich seiner geschlechtsspezifischen Realität, aber auch den Körper als so eine unvermeidliche Projektionsfläche. Also mit dem läuft man ja rum, den wird man auch irgendwie nicht los. Und welche Bereiche mich dazu eben besonders interessieren, sind so Fragen von technologischen Erneuerungen. Also das war 2012, das ist nun wirklich auch schon länger her. Das sind aber auch Fragen von ökonomischen Konzepten, virtueller Realität und eben Popkultur, die mich halt irgendwie so ganz stark politisiert und sozialisiert hat. Genau, zentraler Bestandteil der Arbeit ist eine Website, die heißt sexreality.es und eine Badehandtuchkollektion, die begleitend mit einem Essay kommt. Inhaltlich betrachte ich in diesem Projekt, wie der Diskurs um den Körper sich eigentlich in so einem ständigen Stoffwechsel zwischen der Frage befindet, wo lässt sich so ein altbekannter Biologismus finden. Also mit Biologismus meine ich ja irgendwie diese Idee von, okay, du verhältst dich eben so, weil du weiblich oder männlich bist und das gar nicht in Frage gestellt wird, ob das tatsächlich so ist und versucht wird, auf irgendwelchen biologischen Grundlagen sozusagen das zu zementieren. Und auf der anderen Seite interessiert mich die Frage, wo gibt es eigentlich so Ideen von so einer Dekonstruktion, also wo wird versucht, so eine Heteronormativität aufzulösen. Vielleicht mit so theoretischeren Worten könnte man sagen, so eine Utopie von 1000 Geschlechtern. Genau, und dazu habe ich eben diese 2 Seiten, also die Website teilt sich also in diese 2 Seiten. Einmal dieses Label Disrupting Straight Forces, was sozusagen für die Frage steht, okay, wo kann man etwas dekonstruieren, und auf der anderen Seite das heterosexuelle Training, also die Frage für diesen Determinismus und Biologismus. Genau, und ich habe eben versucht, diese kleinen Geschichten zu finden und zu gucken, irgendwie schaffen die das aus, sich aus so einer heteronormativen Erzählung zu befreien, oder sind es tatsächlich also Ansätze von Dekonstruktion. Am Ende passiert es aber immer wieder, dass in all meinen Geschichten, die ich erzähle, all diese Phänomene am Markt kollidieren und eigentlich nur fragen, was heute unter welchen Vorzeichen produktiv gemacht werden kann und wie diese dann am Ende im Verhältnis zu Ansätzen von Befreiung stehen. Genau, das heißt, diese GIFs zeigen spezifische Ereignisse und ihr seht jetzt eigentlich auch nur einen Teil sozusagen der Erzählung, weil es gibt einen auditiven Part, es gibt einen Voice-Over, was diese GIFs begleitet. Das Schreiben als solches war so ein ganz wichtiger Punkt für meine Arbeit. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ich erst in diesem Masterstudium begriffen habe, wie das Schreiben eine Form von Gestaltung für mich sein kann oder auch eben meine Gestaltung inspirieren kann. Das heißt, ich habe eigentlich als allererstes bei der Arbeit begonnen, ein Essay zu schreiben, das ich aber genauso als Teil dieser gestalterischen Arbeit sehe. Und das ist natürlich irgendwie, hier geht es nicht um irgendeine Wissenschaftlichkeit, sondern es geht ganz klar um eine schriftliche Arbeit aus einem künstlerischen Standpunkt. Und in dieser Arbeit habe ich mir damals als Erzählung überlegt, okay, ich erfinde einfach 4 Körpermodelle,
die diese Symptome von Dekonstruktion und Heteronormativität versuchen zu betrachten und die Auswirkungen auf den Körper reflektieren. Was ihr jetzt hier im Hintergrund seht, ist das Essay, das ist auch online einsehbar, kopierbar, weiterschreibbar. Genau. Exemplarisch werde ich jetzt nur ein Körpermodell vorstellen, das ich dafür entwickelt habe, weil ich glaube, dass das vielleicht jetzt noch am ehesten mit dieser Frage von Template Culture zu tun hat. Und ich wollte einfach noch ein paar andere Projekte mitbringen und ein paar andere Fragestellungen, deswegen habe ich das Projekt extrem gekürzt. Und fange das jetzt nur mal kurz an zu erzählen für den Körper, der sozusagen aus so einer technologischen Frage heraus betrachtet wird. Und den habe ich genannt den Straight Data Body. Straight, ja. Das Heteronormative. Und Data für die technologische Umgebung. Den Körper sehe ich hier als einen Imagefile, der erfasst und gescannt wird von technokratischen Institutionen und Unternehmen. Das heißt, der Körper wird hier eigentlich zu so einem geladenen Container, der am Ende übersetzt wird in eine binär kodierte vorherbestimmte Oberfläche, die in der Regel lediglich zwei Optionen zulässt. Was ihr hier seht, ist also irgendwie, auch jetzt muss ich nochmal das der Zeit, also ja, sozusagen der Zeit schulden, ne? Das war so meine Betrachtung von 2012, 2013, 2014. Aber da hat mich eigentlich das interessiert, okay, was passiert denn mit so einem Gesicht, wenn es von der Kamera gelesen wird, was sind da irgendwie für Features, also ab wann, auf was für einem Datenkonstrukt wird sozusagen das Gesicht erkannt, was für eine Augenform, was für eine Abstand zur Nase, zum Mund muss ich haben, um von einer Kamera als weiblich oder männlich erkannt zu werden, weil es gibt ja auch nur diese zwei Zuschreibungen. Ich würde diesen technischen Prozess als einen Prozess der Normalisierung beschreiben, der entscheidet, wie der Körper sichtbar wird und welcher Körper am Ende eben auch unsichtbar bleibt. Ein Prozess, der die Parameter bestimmt, welche Features uns also technologisch betrachtet als männlich oder weiblich definieren und wer davon ausgeschlossen bleibt. Wenn es also solche standardisierten biometrischen Parameter gibt, dann ist eben demzufolge auch eine Anpassung an diese möglich, an das, was angeblich männlich oder weiblich sei. Und somit sozialisiert es ja auch unsere Gegenwart und als was wir erkannt und gelesen werden wollen. Oder wir werden eben nicht erkannt und auch das kann ja irgendwie zu einer Form von Ausschluss führen. Genau, ein anderes Bild dafür, ne, ist natürlich auch die Frage, an wem wird eigentlich so eine Kamera geschult, ein Gesicht zu erkennen. Also es ist natürlich oftmals ein eurozentristischer Blick und was passiert dann, wenn diese Interfaces aber irgendwie auch außerhalb dieses Raums zum Einsatz kommen. Jetzt läuft im Hintergrund ein YouTube-Video von 2009. Kennt das Video jemand? Ja. Ja. Okay, es ist, das sind zwei Kollegen, die eine Webcam ausgestattet mit Face-Tracking von HP ausprobieren. Und diese Kamera ist darauf ausgelegt, eben der Person vor ihr zu folgen. Wenn dann ein nicht standardgemäß weißes Gesicht vor der Kamera auftaucht, wie in dem Video zu sehen, dann kann die Person nicht erkannt werden. Dieses Video ist relativ schnell viral gegangen auf YouTube und HP hat dann auch schnell eine Presseerklärung rausgegeben, in der sie sagte, dass es lediglich an der unzureichenden Beleuchtung in dem Büro liegen würde. Und natürlich ist der Algorithmus heute verbessert, aber es ist ja auch interessant zu sehen nochmal, ne, auf welchen, ja, also was ist tatsächlich dann auch so die Reaktion eines Unternehmens, wenn das sozusagen die KäuferInnen damit tun und diesen Ausschluss erfahren. Ich finde, das Beispiel zeigt sehr gut, für wen wird eigentlich produziert und wer wird sichtbar. Und eben genau das lässt sich eben auch auf so Fragen wie von Männlich und Weiblichkeit übertragen und all die Zuschreibungen, die es eben heute berechtigterweise ja auch noch gibt. Es gibt auch so ein Beispiel, und das hat sich glücklicherweise nicht durchgesetzt, aber als in der Zeit, in der ich so recherchiert habe, gab es so die Versuche, es gibt ja jetzt mittlerweile viele von diesen digitalen Werbe- oder Reklamewänden,
Und damals wurde tatsächlich versucht, auch dort Kameras zu installieren, mit der Idee, man könnte dann sozusagen größeren Konzernen anbieten, wollt ihr nicht Werbung schalten, die erkennt, wer die Audience vor eurem Plakat ist. Und dann wird sozusagen für ein und dasselbe Produkt eine andere Werbung geschaltet. Genau. Glücklicherweise hat sich das nicht durchgesetzt. Mal gucken, ob das an anderer Stelle nochmal wiederkommt. Aber eine personalisierte Werbung, die natürlich auch auf so ein vermeintliches Features wie Männlichkeit und Weiblichkeit eingeht, reproduziert natürlich genau diese Idee oder diese Ideologie genauso. Ja, das war's zu dem Straight Data Body. Ein weiterer Körper, den ich bespreche, ist der Risk-Free Virtual Body. Da spreche ich über so einen Körper in den 90ern, wo es eigentlich so eine Idee gab von so einer Utopie, von so einem textbasierten Cyberspace und so einer Idee, vielleicht tatsächlich all diese Features loszuwerden. Aber auch hier zeige ich relativ schnell, was von diesem risikofreien Versprechen eigentlich geblieben ist. Und frage eben auch, ob es in irgendeiner Form von Umgebung überhaupt geben kann, in der wir frei von all diesen Zuschreibungen sind und eben auch von so einer Unterdrückung agieren können. Als dritten Körper hat mich der Körper am Markt interessiert. Also ich meine, der Feminismus ist ja jetzt im Moment, hat er ja gerade mal wieder so eine Hochphase, und das hat er zu der Zeit, wo ich die Arbeit ankam, auch schon. Und hat es vor allen Dingen in so eine neoliberale Idee ganz stark Einzug gehalten. Also sozusagen, okay, wenn Frauen einfach nur hart genug an sich arbeiten und es schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen, erfolgreich zu sein, irgendwie gleichzeitig mehrere Kinder zu bekommen, dann wird das schon alles klappen. Und auf einmal ist irgendwie so, alle Fragen von Unterdrückung sind in so einer neoliberalen Individualismusdebatte gelandet, die ich natürlich für auch eine sehr privilegierte, weiße Haltung halte von Leuten, die eben Zugang haben, wie beispielsweise ich, zu Formen von Bildung. Und das, natürlich bin ich unglaublich privilegiert zu vielen anderen, aber das macht natürlich noch lange nicht so eine Form von Unterdrückung generell obsolet oder eine feministische Debatte obsolet. Da gibt es noch genügend Probleme. Ja. Und ein weiterer Körper, der mich interessiert hat, und das ist der vierte, den ich jetzt auch nicht weiter ausführen werde, aber es ist so dieser Promised Flexible Body. Und zu der Zeit, genau, als ich die Arbeit geschrieben habe, war Chelsea Manning, war die ganze Debatte ganz groß, und ich habe viel so über Chelsea recherchiert, und es war eigentlich von Anfang an bekannt, dass sie also trans ist. Und wie sie eben auch gelesen werden möchte. Und noch immer gab es so Proteste. Es gab auf vor allen Dingen auch so im deutschen Wikipedia Personen, die immer wieder ihre Wikipedia-Page von Chelsea zu Bradley Manning geändert haben. Genau. Und gleichzeitig mache ich hier so einen Ausschweif in die Popkultur und schaue halt, okay, aber was kann ich denn in der Popkultur machen, aber was heißt das denn irgendwie für unsere, ja, tatsächlich für diese Gegenwart, die jetzt nicht in der Popkultur agiert, also wie flexibel oder wie fluide kann eigentlich, kann ich als Person eigentlich sein. In all diesen Körpern, die ich bespreche in diesem Essay, geht es eben um diese Frage des Determinismus und die Zementierung von traditionellen Rollenbildern, aber auch diesen Versuch von Dekonstruktion, den ich immer wieder versuche, an verschiedenen Beispielen zu zeigen, aber aus meiner Sicht noch immer irgendwie eher eine Frage ist von, wie gut lässt sich das verwerten, und wenn das der Markt verwerten kann, dann ist diese Form von, ja, dann kann man vielleicht zu einer Heteronormativität entkommen, aber wenn ich die nicht produktiv machen kann, dann gelingt es mir eher weniger. Also auf kurz oder lang würde ich eben sagen, dass es immer um so ein, ja, also dass wir in so einem Spielfeld sind, eben von so einer Unterdrückung und so Fragen von Verwertung. Im Hintergrund seht ihr jetzt diese Badehandtuch-Kollektion, die neben der Website, dem Essay sozusagen ein weiterer Teil der Arbeit ist. Und ich dachte eben damals aus so einer gestalterischen Perspektive, ich würde gerne ein Medium finden, das vielleicht so die gleiche Erzählung durchmacht und gleichzeitig was mit dem Körper als solchen zu tun hat. Und dann kam ich relativ schnell bei dem Handtuch an, weil wenn ich das Handtuch mal irgendwie in meiner, also wenn ich das irgendwie halte an mir, dann macht es so eine neue Projektionsfläche auf, es kann irgendwie meinen Körper kommentieren,
Gleichzeitig ist es irgendwie auch so eine Großfläche, die ich als Grafikerin wahrscheinlich gleich sofort angucke wie ein Plakat. Aber gleichzeitig ist es aber auch ein Produkt, was man erstmal irgendwie haben will und ja, was sich auch erstmal verwertet, genau wie die Geschichte, die ich halt immer wieder erzähle, von Fragen von, okay, wann können wir uns denn befreien, die immer für mich in so einer Form von Marktlogik steht. Und natürlich ist das so das eine Reizvolle daran gewesen, diese Oberfläche zu gestalten, aber das, was mich noch viel mehr interessiert hat, ist eigentlich, okay, was, wie kann ich denn mein Essay, was jetzt vielleicht nicht nur eine Webseite ist, wie kann ich denn das noch in eine andere Form übertragen, dass es an Menschen kommt, die vielleicht auch erstmal nur ein Produkt haben wollen. Also habe ich dieses Essay in eine Betriebsanleitung gestalterisch übersetzt und an diese Handtücher angefügt. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht um das Handtuch, es geht eigentlich um diese kleinen Betriebsanleitungen, die aussehen wie so klassische Waschanleitungen, die dem Medium angehoffen sind. Genau. Das sind die vier Handtücher. Geschlecht und dessen Inszenierungen werden durch den Körper ausgelebt. Sie sind weder nur ein Schicksal einer zweigeschlechtlichen Natur, noch lösen sie sich einer beliebigen Vielfalt auf. Sie sind Ergebnis von Machtstrukturen und Profit. Geschlecht und Sexualität stehen stets unter patriarchalen Vorzeichen. So eine große, also man merkt es vielleicht so ein bisschen meiner dem an, was ich so theoretisch erzähle. Ich habe natürlich also viele meiner Diskussionen kommt selber aus so einer materialistischen Feminismus-Theorie, aber trotzdem ja, lese ich vielleicht eher so quer auch in diesem Feminismus und auch bin auch ein großer Fan von Personen wie Donna Haraway mit ihrem postmodernistischen Essay Cyborg Manifesto. Sie diskutiert vor allen Dingen, das kann ich allen ans Herz legen, die Formen der Macht und Lust in technologisch vermittelten Gesellschaften. Und sie hat so wundervolle Dinge gesagt wie Biology is a discourse but not the living world itself. There can be no access to bodies outside of language or discourse, but that does not mean that language forms bodies. In den letzten zwei Slides seht ihr den Ausstellungsraum von Sex Realities. Also ja, die Arbeit wurde damals eben, alle Medien wurden nochmal zusammengefügt, auch irgendwie in so einer künstlerischen Arbeit. Und ihr seht sozusagen eine Zweikanal-Videoinstallation. Es gibt diese Kopfhörer, die davor baumeln, wo das Voice-Over drauf läuft. Und ein Medium noch, über was ich jetzt nicht gesprochen habe, das sind so, an die Screens sind unten so Luftbefeuchter angeschlossen, die an wiederverwendbare PET-Flaschen daraus ihr Wasser ziehen. Auch das hat eine bestimmte Bedeutung, aber ich will jetzt gar nicht die ganze Diskussion über Hormone und Umwelthormone aufmachen. Aber genau, und gleichzeitig, trotzdem passiert ja auch was irgendwie, es wird so feuchter in diesem Raum und es gibt eben auch diese Handtücher und für mich war das eigentlich wie so ein kompletter Stoffwechsel all dieser Teile, obwohl ich glaube auch jedes Teil für sich sozusagen nochmal einzeln funktionieren kann. Aber das ist sozusagen die Übersetzung in die Installation. Die Arbeit ist dann so in verschiedene Kontexte gewandert, sowohl in so einen Kunstraum als auch auf Design-Biennalen, was mich persönlich sehr gefreut hat, dass die Arbeit irgendwie so fluide geworden ist. Und ich würde halt sagen, dass es mir eigentlich darum ging, eher mit Sex Realities und der Fragestellung Tugend oder Oh My Body mehr so etwas wie so eine Plattform, vielleicht auch eine Marke für diesen Diskurs zu entwickeln und Produkte und Narrationen hervorzubringen, die in so bisherige Realitäten eingreifen und die aus meiner persönlichen Sicht sozusagen kommentieren. Gestalterisch habe ich in der Arbeit ganz viel mit so existierendem Footage gearbeitet, das ein Material selbst dekonstruiert und neu zusammengefügt. Dabei spielt so Gleichzeitigkeit und Vielschichtigkeit der grafischen Elemente eine ganz große Rolle. Diese Begriffe werden auch werden öfter nochmal wiederkommen in dem gesamten Vortrag. Und mich interessiert aber auch so gestalterisch so eine visuelle Gegenwart von einem Markt und eben auch Produkten. Vielleicht kann man noch zu der Website sagen, dass es mir damals sehr wichtig war, die als Tumblr zu gestalten, dass es nicht irgendwie so ein abgeschlossenes System ist, sondern dass es irgendwie weiter zirkulieren kann, der Inhalt auch irgendwie kommentiert werden kann, was passiert ist, dass andere Leute diese GIF-Loops weiter geteilt haben und darauf reagiert haben.
Genau. Also es sollte eigentlich nicht so etwas sein, was nur so solitär für sich steht, sondern ja, kommentiert werden kann. Seit 2014 bin ich dann aus Amsterdam wieder zurückgekommen nach Leipzig, bin ich regelmäßig in der Lehre unterwegs. Ich war 3,5 Jahre künstlerische Mitarbeiterin für Professor Andrea Tinnes in der wundervollen Ausstellung, die hier gerade sitzen. An der Burg Giebichenstein im Fachgebiet Schrift und Typografie. Und seit März 2018 bin ich hauptsächlich in meiner eigenen Selbstständigkeit tätig und habe immer wieder das Glück, so an verschiedene Hochschulen eingeladen zu sein und Workshops zu geben. Die Workshops umspannen zahlreiche Medien, sowohl digital als auch analog. Hier sehen wir jetzt gerade ein Workshop-Bild aus Halle, aus dem Typografie, aus dem Hauptprojekt mit Professor Andrea Tinnes und aus Essen. Und mich interessiert eigentlich in der Lehre, ja, so ein ganz natürlicher, ständiger Wechsel zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und eigentlich oftmals interessiert mich auch so ein Stück weit am Anfang zu vergessen, was wollen wir denn genau für ein Medium machen? Gucken wir vielleicht erstmal nochmal darauf zurück, was sind irgendwie die Inhalte, in wen wir kommunizieren, und vielleicht entsteht dann erst das Medium, in das wir sozusagen eingreifen. Also das ist natürlich bei so einwöchigen Workshops nicht möglich, aber vor allen Dingen bei so Langzeitprojekten finde ich das unglaublich spannend, Erzählungen zu verfolgen und eigentlich erst aus den Erzählungen und Recherchen zu entwickeln, was braucht es für ein Medium oder was für Werkzeuge müssen dazu gebaut werden, um diese Erzählung sichtbar zu machen und zugänglich zu machen. Das heißt eben auch, genauso wie ich in meiner eigenen Arbeit sage, irgendwie, warum soll ich nicht Handtücher gestalten, Betriebsanleitungen gestalten und Luftbefeuchter bauen, glaube ich, also ist das was mich in der Lehre eben auch interessiert. In Workshops ist ja vielleicht nochmal ein bisschen anders, dass man ja viel konkreter so einen Baukasten versucht zur Verfügung zu stellen, um dann sozusagen in diesem Rahmen sich auch in so einem kurzen Zeitfenster was zu überlegen. Genau, das hier sind nochmal Bilder aus Karlsruhe, wo ich auch das Glück hatte, ein bisschen länger zu sein. Und wo wir uns mit StellvertreterInnenkörpern beschäftigen konnten. Also irgendwie versucht haben, StellvertreterInnen ausfindig zu machen für Diskurse. Können die uns irgendwie politisches Potenzial geben? Genau. Ich möchte kurz drei Workshops vorstellen. Das sind jeweils so einwöchige Seminare. Das heißt, es gibt immer schon irgendwie so einen festgelegten Ausgangspunkt. Aber ich glaube, da zeigt sich auch nochmal, was interessiert mich eigentlich an so Schrift und Typografie. Ich bin ja irgendwie, also Typo ist ja so mein Haupttool, mit dem ich agiere. Und hier seht ihr Ergebnisse aus einem einwöchigen Seminar an der Burg. Das Thema oder das Seminar hieß Hidden Art School Services. Und es ging so alles um Fragen der informellen Typografie. Und in dem Workshop wurden Anzeigen für einen imaginären Warentausch in den Gängen der Kunsthochschule entworfen. Diese bewerben spekulative, absurde, ungewöhnliche Waren, Dienstleistungen und Überlebensstrategien an so einer Kunsthochschule. Und es ging natürlich ganz klar auch um so einen professionellen Dilettantismus, die Limitation auf kostengünstige Produktionsmittel und bilden dafür die Grundlage. Und gleichzeitig haben wir aber auch geschaut, also ich habe immer so eine große Begeisterung, vor allen Dingen auch, wenn ich so reise, zu gucken, ja, wo sind die Grafiken, die Leute machen, weil sie vielleicht gar kein, also nicht, weil sie GrafikdesignerInnen sind, sondern weil sie irgendwie ganz dringlich ins Scooter loszuwerden haben. Und da habe ich mittlerweile so ein großes Archiv und sammle das auch so von Freunden, die da auch eine Begeisterung für haben. Und davon haben wir uns so ganz viel angeguckt, wie sieht auch irgendwie so ein Grafikdesign aus, wenn man es mit einer ganz anderen Software gestaltet, als die wir normalerweise alle uns in der Kunsthochschule zuerst installieren und wo alle irgendwie nach einer Raubkopie fragen. Vielleicht könnte das auch mal Word oder so sein. Genau, das war ganz spannend, diese Werkzeuge eben auch gemeinschaftlich
zu diskutieren, aber auch, wir haben jetzt mal so eine Sammlung angelegt, die wir uns alle gegenseitig zur Verfügung gestellt haben. Also aus was, ja, also wo gibt es so Free-Buttons und so weiter und diese dann zu gucken, okay, wir sammeln die erstmal und schauen später, ob wir die eben verwerten können. Genau, das wurden dann, und weil ich eben dachte, okay, in einer Woche kann man vielleicht am ehesten klären, was man selber so an so einem, in so einem geheimen Markt an der Kunsthochschule haben möchte, sind dann eben so Sachen entstanden wie Credit Points oder Studentenausweise wurden beworben oder Vitamin B wurde angeboten. Genau, so sind all diese kleinen Anzeigen entstanden. Das ist auch, ich werde nur Workshops von der Burg vorstellen, ist doch gut. Das ist ein Workshop, den ich, genau, der ist von 2016 oder so. Genau, und zwar ging es hier um Twitter. Und es gab auf einmal 2014 so den großen Bruch, dass Twitter erlaubt hat, GIFs zu implementieren, was vorher nicht möglich war. Und sofort war ich so angehalten, ja, endlich kann man das machen. Ein GIF ist ja auch eigentlich so eine ganz schäbige Animation, die eigentlich so sehr dilettantisch funktioniert. Es sind einfach mehrere Einzelbilder, die in so einer, im Webbrowser als Animationssequenz ablaufen. Und mich hat, oder die Aufgabe war dann, ich habe so verschiedene Bots im Vorfeld gesammelt und den Studierenden zur Verfügung gestellt. Und das waren ganz unterschiedliche Bots, also das sind automatisierte Twitter-Accounts und man sagt mittlerweile 20% der Profile auf Twitter sind eigentlich nur Bots, die halt selbst, also die halt nach einem Skript Content generieren, aber natürlich von irgendwelchen Menschen gebaut sind. Also es sind nicht irgendwie nur ganz solitäre Programme. Und da waren dann unter anderem so Poetry-Bots dabei, da waren aber auch Bots dabei, die so an Drohnen angeknüpft waren. Und die Studierenden haben dann sozusagen geguckt, welcher Bot interessiert sie und auf diesen mit einem GIF reagiert. Genau. Und da sieht man beispielsweise ein GIF von Marie Schuster, die sich mit dem Fehler hinsichtlich, ja, die so den Fehler hinsichtlich Überwachung zelebriert. Sie hat sich auf einen Bot bezogen, der Bilder von Drohnen aufgenommen hat und diese in Text übersetzt. Oder es gibt so einen Poetry-Bot, der die Aussagen von Kim Kardashian und Søren Kierkegaard verbindet. Das ist dann Kim Kardashian. Genau, und Insa hat sozusagen, es ging eben auch darum, diese GIFs zu gestalten und die wieder zurück auf Twitter zu spielen und zu polieren zu lassen. Genau. Und das ist noch ein ganz frischer Workshop, den ich mitgebracht habe, den ich in dem Rahmen ganz spannend fand. Und zwar, das nennt sich Darkpool. Und hier ging es um typografisch-grafische Widerstände, um das grafisch nochmal deutlich zu machen. Und in den 4 Tagen wurden widerspenstige Programmoberflächen provoziert, Arbeitsbereiche lahmgelegt und dysfunktionale Zeichen erprobt. Das heißt, die Studierenden wurden von mir befragt, welche Werkzeuge und Programme nutzen sie eigentlich? Und ja, was ist da eigentlich immer so? Ich kenne das so aus dem ersten Studienjahr in den Grundlagenschrifttypo, dass es ganz oft so einen Moment gibt, in dem alles so wie, ich muss aber erstmal das Programm lernen, um zu wissen, was ich damit machen kann. Und ich habe da, glaube ich, über die Jahre eine relativ dilettantische Haltung zu entwickelt, selber zu sagen, okay, ich installiere mir das alles, ich finde das spannend, ich gucke mir das an und in der Form, wie ich darin gestalte, fange ich an, mich zu beobachten und auch zu gucken, was sozusagen ist in diesem Interface, in dieser Programmoberfläche, was gibt die mir überhaupt für einen Rahmen und ja, wie kann ich die vielleicht auch provozieren dazu, das zu machen, was ich jetzt gerne damit machen möchte, aber das viel dilettantischer zu betrachten. Und mir ist es vor allem klar geworden, als ich mein Master in den Niederlanden gemacht habe, dass die Gerrit Rietveld ist sozusagen als die Bachelor-Einheit dem Sandberg angeschlossen. Und da fand ich das immer erstaunlich, die hatte halt niemals Softwarekurse und die Leute haben die komischsten Bücher gemacht, aber ja, auch tolle Erzählungen geschaffen und überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sie die Programme nutzen. Und ich glaube halt irgendwie, dass das irgendwie was ist, wo ich auch immer glaube, dass man eine Form von Design-Kanon reproduziert. Und das heißt, wir haben in dem Seminar jetzt auch gesagt, okay, wir müssen vielleicht auch so gestalterische Positionen uns nochmal anschauen
und haben theoretisch geguckt, was erzählt eigentlich Jan van Thoren, den ich einen sehr wichtigen Theoretiker finde, und so Fragen von, was bin ich eigentlich als Gestalter und wie kommuniziere ich, aber eben auch zu gucken nach gegenwärtigen GestalterInnen wie Jung Myung Lee, das ist eine koreanische Schriftgestalterin, die sich so ganz stark macht für so einen emotionalen Zugang zu so einer Schriftgestaltung, oder Ines Cox, die niederländische Gestalterin, die von so einem Kannibalisierungsprozess im Design spricht, oder der ein oder, und die ein oder andere kennt es vielleicht, das Essay von Manuel Bürger zu den schlüpfrigen Werkzeugen Slippery Design. Und das heißt also, jeder in der Woche und ja, die TeilnehmerInnen haben geschaut, okay, welches Werkzeug interessiert mich jetzt, was ich eigentlich tagtäglich nutze, oder welches neue Werkzeug will ich mir bauen, oder mit welchem Programm wollte ich schon immer mal arbeiten, was passiert sozusagen im Übertragen auf Typografie dann mit meinem, ja, mit meinem gestalterischen Output. Gleichzeitig haben wir gesagt, naja, damit es irgendwie auch wieder nutzbar gemacht werden kann, gibt es so eine Experimentsammlung. Das heißt, wegen so einem chemischen Experiment haben wir sozusagen die Fragestellung dokumentiert. Es wurde festgehalten, was ist so die Annahme, also die Hypothese, und dann die Beobachtung. Also was passiert beispielsweise, wenn ich... was ist ein dysfunktionales Template im Vergleich vielleicht zu einem generischen Template, und was hat das generische Template für Folgen, und was wäre dann meine Hypothese für ein dysfunktionales Template? Es geht also um das selbstbestimmte Aneignen von Tools, aber mir geht es auch immer ganz stark um so ein subjektives Gestaltungsvokabular, was sich jeder aneignet im Studium und hoffentlich auch später. Ja, und in der Woche sind dann, in den 4 Tagen sind so wundervolle Arbeiten entstanden zu neuen Grids, Fossil Fonts, hieß das eine, Type Over Framing, Slippery Anchors, Ghost Fonts, oder eigentlich so, wie schon Manifest ist die Woche über entstanden, eine Studentin hat die ganze Woche ohne Steuerung Z gearbeitet und dabei dokumentiert, also das Plakat besteht eigentlich aus 20 Plakaten in dem Plakat, und schreibt dazu, was eigentlich passiert, wenn Dinge, also gehen Dinge halt verloren, wenn ich sie lösche, und was ist, wenn sie noch da bleiben. Ja, es ist ein wundervolles, also wir wussten alle gar nicht, was da rauskommt am Ende, aber ja, es ist ein wundervolles Manifest aus meiner Sicht geworden. Genau, jetzt habe ich das so auf die Lehre angewendet, und persönlich interessiert mich das natürlich auch irgendwie, meine eigenen Tools ständig neu zu erweitern, und das treibt mich ja auch so voran, warum man dann an der Gestaltung so viel Freude hat. Ich werde euch jetzt kurz das Transcentury Update Festival vorstellen. Das findet in Leipzig im UT Konnewitz statt. Das ist ein Kino, was schon 100 Jahre alt ist, und aufgrund dessen hat die Spielstätte auch die Förderung bekommen, überhaupt ein Festival dort zu initiieren. Ja, und dann waren wir so konfrontiert mit diesem Titel Transcentury Update, was eigentlich auf so einen transhumanistischen Kontext referiert. Und das hatte irgendwie wirklich wenig mit der Musik zu tun, aber auch sonst sowas mit dem Festival zu tun hat, also gar nichts zu tun. Und also Transhumanismus ist ja so eine philosophische Denkrichtung, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Ansatz von technologischen Verfahren zu erweitern. Und wir waren dann irgendwie so, okay, trotzdem erzählt der Titel ja was, und wie können wir das jetzt weitererzählen mit unseren Tools? Und so haben wir eben angefangen zu schauen, sind in dieses Kino gegangen und haben eben unsere Telefone genommen und geschaut, okay, was können wir denn aufnehmen von diesem Raum, und was wir dann wiederum für das Festival erzählen. Und wir sind eben zu unseren Telefonen gekommen, weil das natürlich auch irgendwie, das hat was mit Technologie zu tun, das sind unsere Devices, das ist vielleicht die neue Betrachtung, die wir haben durch unsere mobilen Endgeräte. Also was passiert eigentlich dann mit dem Ort, wie sieht der dann aus? Das heißt, wir haben uns so 360 Grad Kamerafunktionen installiert, wir haben angefangen, uns so 3D-Software, also 3D-Apps zu installieren, und haben eben angefangen, diesen ganzen Raum zu scannen. Um sozusagen, vielleicht ist das eben der transhumanistische Bezug, einfach den Blick auf das
auf den Ort, wo dieses Festival stattfindet, zu erweitern, mit dem Blick, den wir eben durch die Kameras aufgenommen haben. Und das Interessante ist, dass diese 3D-Apps, die man so auf dem Handy installieren kann, die erzeugen halt so Artefakte. Also da entstehen so Löcher in den Modellen, weil man nicht schafft, genau um 300, also weil man nicht schafft, ganz genau gerade da rumzulaufen. Es gibt schlechte Lichtverhältnisse in dem Raum, das heißt, auf einmal liegt da irgendwie so eine Kabelrolle, aber die Beleuchtung ist gerade schlecht, dann hat die dann einfach ein Loch in dem Modell. Genau, und das ist dann alles Material geworden, was wir verwertet haben. Diese App hat eben auch so die Texturen mit aufgenommen von den Gegenständen, die wir auch weiterverwendet haben. Und in dem Folgejahr haben wir dann eben genau all diese Gegenstände weiterverwendet und weiter bearbeitet. Also da ist nichts Neues hinzugekommen, sondern wir haben immer nur mit mit verschiedenen Programmoberflächen die Oberflächen erweitert. Genau. Ansonsten bin ich nach Leipzig gegangen, weil ich dort irgendwie eine ganz tolle Szene schon, irgendwie schon immer Zugang hatte und auch immer ein großes Interesse an ihr. Und das ist ein Projekt, von dem ich auch selber, also wo ich nicht nur Grafikdesignerin bin, sondern eben auch selber Teil der Auseinandersetzung und der politischen oder aktivistischen Gruppe, wenn man es so nennen will, sagen könnte. Featuring Feminism versteht sich als eine Plattform und ein Netzwerk für Diskussion und Austausch zu Feminismus, Club, Kultur und Kunst. Und im ersten Jahr war ich quasi noch nicht an dem Programm beteiligt. Da wurden wir quasi als Grafikerin angefragt. Die Arbeit ist zusammen entstanden mit Janet Bielau. Und da kam natürlich irgendwie auch gleich wieder der Satz mit hinein, der auch schon in dem Essay vorgekommen ist. Women like men, only cheaper. Das sage ich, weil ich glaube irgendwie, man sieht, also wir alle sehen mehr Frauen und vielleicht auch Non-Binary-Personen in der Clubszene. Aber interessanterweise gibt es ja dann noch immer, also ich meine, es gibt immer noch ein strukturelles Problem, auch in diesen Bereichen. Und interessanterweise ist das ja auch oftmals, also kenne ich das aus dem Kontext, in Leipzig würde sich jetzt vielleicht keiner mehr trauen, eine Veranstaltung zu machen, wo nicht mindestens eine weibliche DJ ist. Aber dann sind es meistens so die Slots, die am Anfang oder am Ende gefüllt wird, die low bezahlt werden und die eigentlich niemand gerne machen möchte. Genau, so gab es diese erste Auftaktveranstaltung, um das zu besprechen, aber auch zu kritisieren, um ein Netzwerk zu gründen und um eigentlich zu schauen, irgendwie, wie wird das in anderen Städten gemacht? Brauchen wir vielleicht sogar eine Vertretung, die wir gründen können? Weil es relativ schwierig ist, wenn du selber auflegst und dann beschwerst du dich über den Club, dann hast du unter Umständen das Problem, dass du da nicht mehr spielen kannst. Also könnten wir vielleicht auch innerhalb von Leipzig so ein alter Ego gründen, das uns ermöglicht, in diese Clubkultur hineinzukretschen, sie zu kritisieren. Aber es hat sozusagen nicht gleich Auswirkungen auf eine Person, sondern es ist eine Gemeinschaft, die hier spricht. Genau, das hat sich in den letzten Jahren so immer mehr vertieft. Und auch da sind eben so Sachen ganz interessant. Ich meine, da gibt es nie viel Gelder. Aber wenn man da mal so ein Plakat macht, dann kann man eben endlich mal alle Personen, die an dieser Veranstaltung beteiligt sind, ob es Organisatorinnen sind, Theoretikerinnen oder Musikerinnen sind, auf die Plakate setzen und alle in der Stadt plakatieren. In Lineups werden ja oftmals die etwas unbekannteren, meist dann weiblichen Acts, ganz klein auf diesem Postern. Da können jetzt endlich mal alle drauf sein. Und dann haben wir gleichzeitig gesagt, vielleicht drucken wir auch einfach Visitenkarten. Das ist das, was ihr da rechts an der Seite gesehen habt. Und wenn halt alle an so eine Professionalisierung glauben, dann drucken wir jetzt einfach Visitenkarten für alle, die sich jede selbst individualisieren kann. Genau, das ist irgendwie dann auch immer sehr viel Freude, das zu machen. Genau, mittlerweile bin ich selbst Teil, mittlerweile sind wir ein größeres Kollektiv und es gibt manchmal so Gruppentreffen mit 50 Personen, dann sind es wieder nur 10, das ist irgendwie immer wechselnd. Und ich würde sagen, wir sind zwar zwischen Expertinnen, Fachfrauen, Dilettantinnen im Club- und Kulturbetrieb und diese wollen wir auch zusammenführen. Also wir machen so verschiedene Netzwerksachen wie so ein feministisches Speed-Dating. Also da geht es um ein Kulturarbeiterinnen-Speed-Dating und es geht vielleicht auch um so ein... Also tatsächlich würde ich sagen, wir gestalten da auch Gesprächsformate, in denen man sich kennenlernt, in denen man
vielleicht auch nochmal was anderes halt als so eine Politgruppe. Nicht jeder irgendwie mag das, auf einem Plenum zu sitzen, aber um irgendwie das ein bisschen niedrigschwelliger zu machen und ja, vor allen Dingen irgendwie den Zugang in so einen Clubbereich auch für alle zu vereinfachen. Neben Clubveranstaltungen initiieren wir auch Workshops, Filmscreenings und zuletzt auch ein, eine der ersten Veranstaltungsreihen, die mir so in Leipzig, für die ich mitgearbeitet habe, war Crybaby. Crybaby ist seit 2014 um die Sichtbarmachung von MusikerInnen, ProduzentInnen, KomponistInnen in der elektronischen Musikszene bemüht. Crybaby verhandelt nicht die Repräsentation eines spezifischen Musikgenres, also wenn, dann könnte man es vielleicht am ehesten Deconstructive Club Music nennen, sondern es geht vielmehr um so ein progressives, eklektisches und gegenwärtiges Programm mit einem Fokus auf POC und queeren KünstlerInnen. Und Crybaby fand die letzten Jahre so regelmäßig im Institut für Zukunft in Leipzig statt. Haltung der Veranstaltungsreihe und führt symbolgeladene Gegensätze auf der Bildebene zusammen. Die Reihe wurde zunächst von Kai van Horn initiiert und seit 2015 bin ich dann sozusagen als Grafikerin mit eingestiegen. Und was mir, glaube ich, es gab halt so, ich bin nicht immer so viel über Gestaltung, aber vielleicht mache ich das jetzt hier. Es war, also Kai ist Amerikaner und kommt aus einer Tätowierfamilie. Und kam eben mit diesem gebrochenen Schriftzug zu mir und mit dieser Taube. Und ich dachte so, hey, damit muss ich jetzt weiterarbeiten. Und also, ja, das ist total wichtig ihm. Und ich hätte mir wahrscheinlich nie selber die Old English als Font ausgesucht. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, was sein Bezug ist. Also ich habe schon Fragen auf diese Plakatreihe bekommen. Wo denn jetzt diese Schrift eben herkommt oder warum ich gerade diese verwendet habe. Und ich glaube, wenn man nochmal gerade auch aus seinem Kontext das sich anguckt, ist das natürlich ein ganz anderer Kontext, den ich jetzt darauf habe als aus meiner visuellen Gegenwart. Und ansonsten ging es mir dann aber eigentlich, habe ich dann die ganze Zeit nach einem Konzept gesucht, wo ich eigentlich relativ stark gegen genau diese Visualität kämpfen kann und eben genau diese Brüche erzeugen kann, die auch versucht wird, in diesen Clubnächten zu erzeugen. Also die ganze Musik, die gespielt wird, ist total gebrochen. Also die geht von R&B bis zu Pop bis zu Techno und zum Grime, zum Trap. Also das gibt nicht ein Genre, was erzählt wird. Und ich glaube, das ging mir dann auch immer so in all den Postern, die gestaltet wurden, zu sagen, okay, ich habe dieses eine feste Konstrukt, aber diese komische, also diese Extende zu mischen mit dem Crybaby-Schriftzug, diese Hierarchien zu verheddern und gleichzeitig eigentlich nochmal so ein Bild zu suchen, was auch vorne und hinten zugleich sein kann, was so einen Raum imaginiert, in dem das da stattfindet oder vielleicht auch ein Gefühl. Das waren eigentlich so Dinge, die mich angetrieben haben in der Gestaltung und so ein 2D und 3D gleichzeitig auftauchen zu lassen. Und damals war das eben so, dass wir auch nicht so viel finanzielle Kapazitäten hatten, sodass ich Kevin Bré, mit dem ich studiert habe, ist ein französischer Künstler und Gestalter, gesagt habe, hey, hast du nicht Lust, die Sachen zu animieren? Ich gebe dir das gesamte visuelle Footage und wir überlegen uns ein Konzept. Und das war irgendwie so wundervoll, dass wir dann am Anfang so eben auch so kleine Teaser zu der Veranstaltung gemacht haben. Genau.
Mittlerweile ist es so, das war eigentlich schon so ein Jahr später, dass ich dann gesagt habe, du pass mal auf, ich habe eigentlich nicht nur Lust, irgendwie das Grafikdesign zu machen. Wir haben ja total viel Überschneidung in unseren musikalischen Referenzen. Ich will auf jeden Fall auch am Booking beteiligt sein und am Kuratieren von dem Abend. Und dann haben wir eigentlich so 2016 angefangen, die Abende gemeinsam zu booken und zu organisieren. In dem Sinne bin ich also in dem Projekt auch irgendwie meine eigene Auftraggeberin. Und ich habe auch auf diese Serie, oder ich habe das Gefühl, da gab es so irgendwie so viel Feedback auf diese Form von Gestaltung und eben auch irgendwie so eine Frage, ist denn das überhaupt allen zugänglich? Und wenn das, also kommuniziert das so? Und ich glaube nicht, dass, also das Anliegen ist es nicht, mit dieser Plakatserie irgendwie nur zu InsiderInnen zu kommunizieren für die Veranstaltung, also beziehungsweise könnte ich keine dafür ausmachen. Ich glaube, und vielleicht kann ich das sagen, was ich mir eigentlich wünsche für diese Veranstaltungsreihe oder immer gewünscht habe, dass es ein experimentierfreudiges, aufgeschlossenes Publikum, was sich auf so einen unkonventionellen Clubabend einlässt und eben noch nicht weiß, wie es heute Abend tanzen wird, was irgendwie weniger genreaffin so ein Event besucht und vielleicht auch mal ein theoretisches Vorprogramm gerne in Anspruch nimmt. Und diese Gestaltung sehe ich eben als genauso liebevoll zerstörerisch und das beschreibt auch in Ausschnitten für mich ganz gut, was an diesem Abend passiert. Genau, wir haben dann eigentlich so Stück für Stück auch angefangen, den Abend zu erweitern, dass es ein Vorprogramm gab, in dem wir ja, mit MusikerInnen gesprochen haben oder Filme gespielt haben. Genau. Über diese Veranstaltungsreihe sind dann auch neue Jobs für mich entstanden. Jetzt mache ich das mal ein bisschen lauter. Schon immer mit ihr so ein bisschen online in Austausch und sie meinte dann irgendwann, ja, ich würde, hätte irgendwie gerne so ein VJ-Set, aber ich kann, also ich würde, hätte das gerne einfach so als digitale Show, die ich irgendwie so mitnehmen kann, als Videofile. Und ich habe gesagt, ja klar, das mache ich, ich habe keine Ahnung, wie man Visuals baut, also es geht mir eigentlich so oft, also oftmals, und es sind auch Kontexte, die ich irgendwie besonders gut finde, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das eigentlich mache. Und in dem Album hat sie gesagt, an dem wird sich das irgendwie so orientieren, aber es geht jetzt gar nicht irgendwie so irgendwie zu matchen oder irgendwas, sondern diese Narration nochmal auf so einer visuellen Ebene auch mit einer anderen Stimme vorzuführen. Und sie selbst verarbeitet eigentlich so den Tod ihres Vaters und ich finde, das wird so musikalisch auch spürbar, weil es so sehr emotionale, melancholische, atmosphärische Passagen in der Musik gibt, aber auch so sehr energetische Momente, die fast irgendwie nach so einem, ja, nach so einem Antrieb, nach so einem Aufwind suchen. Und ich habe eigentlich nur gedacht, ja, diese Höhen und Tiefen, das ist eigentlich das, was mich interessiert, die ich anfangen will, nochmal zu übersetzen auf so einer stilistischen Ebene. Und so ein Moment der Anspannung, der Überwindung von so einem Scheitern. Und dazu, da gab es dann eben zum einen dieses SportlerInnen-Footage, aber auch dieses Rotieren von, ja, von gescannten Fragmenten, die auf und ab rotieren und sich um die eigene Achse drehen und grafische Elemente, die so Höhen- und Tiefendarstellungen nochmal abbilden. Genau, das wurde dann immer, also ich habe daran länger gearbeitet, es gab mehrere Aufführungen, sodass auch immer mehr Footage hinzugekommen ist. Ja, das Sammeln, Verwerten, Dekonstruieren und Collagieren von verschiedensten Materialien, das würde ich auch Teil von so einer oder von meiner eklektischen Entwurfspraxis nennen. Es geht quasi um so einen wiederholenden Prozess der Übersetzung und Verbindung und gleichzeitig Opposition auszumachen,
die koexistieren dürfen und Paradoxien gleichzeitig erzeugen dürfen. Diese Taktik versteht sich aus meiner Sicht womöglich als so ein Auflehnen gegen so eine klare vertikale Hierarchie, also eine klare vertikale Erzählung vielleicht auch. Und mir geht es eher um so U-Turns, um so Horizontalität und eine Nicht-Linearität zu befeuern. Gleichzeitigkeit in meinem eigenen, also in meinem eigenen gestalterischen Schaffen verstehe ich als so ein Versuchsmodell, eben so einen Ordnungsanspruch auszuhebeln und sich aber auch in so Abhängigkeiten so bewusst zu verschlingen, darum ich sagen würde, bei mir darf irgendwie vieles gleichzeitig vorne und im Hintergrund zugleich sein. Und natürlich bedeutet das in der Konsequenz auch, dem BetrachterInnen was abzuverlangen, aber also, da stellt sich auch immer die Frage, wer bin ich denn zu bewerten, was die Person außerhalb, also außerhalb von dem, was ich denke, was ich lese, alle anderen lesen. Und wer ist dieses Alle? Dur ist ein Projekt, was mich so die anderthalb letzten Jahre begleitet hat. Es ist eine wöchentlich erscheinende Publikation, die die Auswirkungen drängender zeitgenössischer Themen auf die Architektur untersucht. Das ist von der AA School of Architecture in London veröffentlicht. Dur durchdringt mehrere Wissenschaften und Disziplinen gleichzeitig, da es eben nicht nur um Architektur geht, sondern ganz bewusst werden auch Komplizinnen, Expertinnen aus anderen Bereichen gesucht, die einen Text publizieren, der immer relativ ist. Es gibt eine vorgegebene Zeichenzahl und von dem AA School Team wird quasi, werden verschiedene TheoretikerInnen angeschrieben und gefragt, hey, wie sieht es denn aus mit einem Text? Das Anliegen von dieser Gruppe oder dieser Redaktion ist es eigentlich, diese Grenzen in der Architektur auch zu überschreiten. Und Simone Sinicki hat das Projekt lange Zeit begleitet und dann an mich übergeben. Und das heißt, ich bekam irgendwie jede Woche einen Text, den ich eigentlich innerhalb von einem Tag, eigentlich nur ein paar Stunden gestalten musste, weil die Ressourcen dafür nicht groß waren und dann in der Woche noch publiziert werden konnte. Publizieren heißt, dass der Text sowohl online als auch gedruckt im Risodruck von Hato Press in London veröffentlicht wurde. Und ich glaube, das ist einfach so ein Projekt, wo so eine Frage von Gleichzeitigkeit auf jeden Fall zur Anwendung kommt. Also wo ganz schnell ich irgendwie den Text habe, ich sammle, was ich dazu finden kann, das verwerte, dekonstruiere, collagiere und natürlich irgendwie den Text um meine Stimme eben ja auch erweitere zu dem Zeitpunkt, in dem ich das gestalte. All diese Artikel kann man sich kostenlos runterladen auf der Website, die ihr rechts seht. Also gibt es auch so Artikel von Forensic Architecture Metaheben. Ist vielleicht ganz interessant, so als Archiv mal zu schauen. Die Diskurse in der Architektur und im Grafikdesign haben ja, da gibt es ja irgendwie viele Schnittflächen. Ein weiteres Projekt, was eben diese Strategie aufgreift, aber wo es um einen komplett freien Beitrag von mir eben geht, ist der Beitrag in Love and Defense of Spam. Der ist für das NXS-Magazin in Amsterdam entstanden. Das ist ein Magazin, was so den Schwerpunkt hat, das selbst im Zeitalter der digitalen Technik, initiiert vom Goals und Birds Kollektiv in Amsterdam. Und in meinem Projekt oder in den Seiten, die ich zur Verfügung gestellt habe, beschäftige ich mich so mit Informationstechnologien, Infrastrukturen und E-Mail-Spam. Es geht also um so eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Leidenschaft, die Begegnung von mimetischen Wünschen und zu Produkten erziehen zu lassen, aber auch um so einen monetären Wert von Liebe und Zuneigung. Typografisch, weil all das Material sozusagen auf diese Spam-E-Mails verweist, habe ich dazu eben auch diese dieses visuelle typografische Erscheinungsbild von Spam-E-Mails genutzt. Oftmals ist es so, dass um das Spam-E-Mails nicht im Spam-Filter landen, so andere Sonderzeichen im Text nutzen, die man schon versteht und den Inhalt dann noch versteht. Aber diese gängigen Spam-E-Mail-Slogans sozusagen nicht detected werden und ganz normal in dem Postfach erscheinen. Ja, und das habe ich dann eben auch visuell genutzt für den Beitrag. Also
ich habe bestimmt noch 20 Minuten. Ist das aushaltbar oder soll ich ein bisschen überspringen? Habt ihr noch Luft da hinten? Ich glaube, da hinten wird es schnell so ein bisschen dünn. Wollt ihr noch? Gerne mal hinten die an den Türen sonst kippen oder aufmachen. Ein bisschen drin. Ich kann auch anschließen. Was für ein sozialer Raum ist die Clubkultur und wo finden wir vielleicht neue ökonomische Ansätze, wo gibt es vielleicht auch so die Idee von so Gegenkulturen, gibt es überhaupt noch so Fragen oder gibt es überhaupt noch so etwas wie Subkultur? Und wir haben das, also das ganze Festival entsteht jetzt in der zweiten Edition mit einem wesentlich erweiterten Team. Hier übernehme ich eben auch die Grafik dafür, aber bin eben auch ganz stark inhaltlich beteiligt und das ist ein interdisziplinäres Festival. Das heißt, es wird ein Festivalzentrum geben mit einer Installation, mit einer künstlerischen Installation von dem Berliner Kollektiv Sexes und was auch immer wieder aktiviert wird durch Vorträge, durch Performances und es wird genau, das ist in der Woche vom Männertag und uns ist es ein Anliegen, einen Gegenentwurf zum Männertag zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben ein Forum, das sich Body Politics nennt, initiiert, was maßgeblich von der Journalistin Sarah Ulrich kuratiert wurde, wo wir unter anderem Joanna Hextable, aber auch Vertreterinnen, feministische Vertreterinnen aus der Musikszene in Mexiko eingeladen haben, über den Zustand von Clubkultur zu sprechen. Und und am Abend geht es eben in den Club und ich glaube, dass vielleicht so, oder ich verstehe jetzt auch erst an dieser Arbeit immer wieder in diesen Gruppen viel mehr, warum ich das eigentlich mache. Und ich glaube, mich interessiert einfach auch der Club-Kontext als so ein anderer Raum für Wissen. Also eine Akademie, der schreibt man zu, dass sie irgendwie natürlich irgendwie Wissen produziert, aber es funktioniert natürlich genauso in so einem Clubkulturraum, das funktioniert auch in so einem Darkroom oder auf der Toilette dazwischen, wo ich politisiert werde, wo ich Fragen daran habe, wer bin ich, wer kann ich an diesem Abend sein, ist das eine Form von Utopie oder entkomme ich dem genauso nicht und welche Grenzen hat das? In dieser Edition widmen wir uns vor allem dem Thema Körperpolitiken und fragen eben auch irgendwie, was bedeutet das für alle MusikerInnen eigentlich damit konfrontiert zu werden, so eine Performance abzulegen, was heißt das für ihre eigene Zuschreibung, welche Zugänge oder welche Ausschlüsse erfahren sie in so Fragen von Clubkultur. Ja, und in dem Projekt, und ist es bei Franziska am Anfang zu mir meinte irgendwie, dass es ja auch so interessant ist zu gucken, wie kann man denn in solchen Kontexten arbeiten, das heißt jetzt bei dem Projekt, ein halbes Jahr lang 10.000 Förderanträge schreiben, bis man so viel Geld zusammen hat, dann als Gruppe diskutieren, dass man sich für die Arbeit bezahlen muss und dann hoffen, dass am Ende auch noch genügend BesucherInnen kommen, um dass man sich tatsächlich bezahlen kann. Also das ist auch da, das i-Tüpfelchen ist so die Gestaltung zu machen, aber die eigentliche Arbeit ist davor, also erstmal die Infrastruktur zu bauen, in der man arbeiten kann. Und das ist sehr lohnend, aber das ist natürlich auch manchmal sehr anstrengend. Und
Ja, und es ist irgendwie toll, dann ein größeres Team zu sein, in dem man das so gemeinsam wuppen kann, eben auch so Anträge zu schreiben. Aber tatsächlich wird das im Moment gerade immer mehr so Teil meiner eigenen Arbeitsweise, mir die eigenen Infrastrukturen zu bauen, in denen ich arbeiten kann. Und das ist natürlich, glaube ich, vielleicht auch nochmal ein anderer Zusammenhang. In Berlin ist es, weiß ich zumindest, von der Arbeit mit Kollektiven wie Creamcake oder so viel schwieriger, hier an Töpfe zu kommen, weil es schon so existierende Festivals gibt. Das ist natürlich eine andere Frage, wenn man jetzt auf Sachsen guckt. Sachsen braucht ganz unbedingt viel Kulturförderung und ich hoffe, das sieht nach den Landtagswahlen nicht bitter aus, aber dass es natürlich auch irgendwie noch so Grauzonen gibt. Also gerade so ein interdisziplinäres Festival gibt es halt kaum. Und das ist toll, dass das möglich ist, das eben dann auch so zu fördern. Genau, jetzt überspringe ich noch mal ein bisschen, weil ich eigentlich noch über ein Projekt reden möchte, was mir sehr am Herzen liegt, was auch ganz neu entstanden ist. Und zwar das Projekt Who's Agency, was jetzt wieder, wo es nicht irgendwie eine Auftraggeberinnenschaft gibt, außer mich selbst. Und zwar habe ich im Dezember 2017 die wundervolle Nachricht bekommen, dass ich den Inform Award bekomme. Das ist ein Preis, das ist eigentlich so einer der wenigen konzeptuellen Preise im Grafikdesign, also überhaupt ein Preis, der ganz klar sagt, wir wollen Grafikdesign auszeichnen mit so einer konzeptuellen Ausrichtung, was an so einer Schnittstelle zur Kunst ist. Und der wurde auch in den letzten Jahren meist international vergeben, also außerhalb von Deutschland. Und das war für mich irgendwie eine sehr überraschende Nachricht und gleichzeitig habe ich das zum Anlass genommen zu sagen, okay, also dieser Preis ist nicht nur dafür da, dass man einen Preis bekommt, das ist gut, sondern mit dem Preis ist eine Ausstellung angeschlossen, die in den Räumen der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig ist. Und das war für mich so der Moment, okay, oh, jetzt habe ich auf einmal so einen ganz neuen Raum zur Verfügung, was heißt denn das jetzt oder was mache ich denn da? Und es war dann relativ schnell klar, dass es eigentlich nicht für mich Sinn macht, auch wenn ich für die bisherige Arbeit ausgezeichnet wurde, aber eigentlich so Arbeiten zu zeigen, die aus meiner Sicht schon so ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Also die Veranstaltungen sind abgelaufen, der Anlass, warum ich das zeige, den gibt es gar nicht mehr, also der liegt in der Vergangenheit. Also habe ich relativ hart dafür plädiert, zu sagen, ich will eine neue Arbeit machen. Und Barbara Steiner hat diesen Preis ursprünglich initiiert. Der Preis, ihre Idee war dabei, zum einen zu sagen, okay, ich will die Produktions- und Präsentationsformen im Grafikdesign hinterfragen oder hinterfragen lassen von den Positionen, die diesen Preis erhalten. Und das war eben auch genau der Anlass für meine Überlegungen. Also in was für Produktionsketten bin ich eigentlich eingebettet? Und was für Präsentationsformen sind eigentlich in meiner Gegenwart. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass es so einen Zustand, also es gab so einen gegebenen Ausgangspunkt. Es gab eine Ausstellung, die ein Flächenangebot hatte, wenn ich das jetzt mal so ganz platt als Grafikdesignerin denken würde. Und im weiteren Sinne heißt das für mich, dass aus so einer feministischen Sichtweise, dass ich das durchaus auch als ein solidarisches Flächenangebot verstehe. Das heißt so, den Ausstellungsraum als eine Freifläche zu verstehen, als eine Plakatierfläche zu verstehen. Und auch die GFZK als Institution hat Zugriff auf Flächen im öffentlichen Raum, weil sie öffentlich gefördert wird. Und darunter zählen unter anderem die digitalen Citylight-Posterflächen in der Innenstadt von Leipzig, also die von JCD Co., dieser Bildschirme, die in den meisten Innenstädten aufgestellt sind. Nun verfolge ich ja im Grafikdesign so einen medienoffenen Ansatz. Das heißt, mir geht es darum, Oberflächen zu gestalten, die irgendeine Form von Handlungspotenzial auch haben. Und ich frage mich halt immer, welche Medien lassen sich eigentlich dafür vereinnahmen, die vielleicht ja auch außerhalb von so einem klassischen Kanon sind. Und in meiner, seit einem Jahr liegt ein Buch immer wieder auf meinem Schreibtisch, was ich unglaublich liebe oder finde, was so ein wunderbares Beispiel genau für diese Frage nach so einem Handlungspotenzial ist. Und zwar ist das das Gay Areas Telephone Directory, was ursprünglich 1983 veröffentlicht wurde und jetzt sozusagen als Faksimile
vor einigen Jahren neu aufgelegt wurde. Das ist ein Gay Area Telephone Directory. Ist ein amerikanisches Telefonbuch, was gleichzeitig, würde ich sagen, eine Art von Queer-Verzeichnis abbildet. Das heißt, es enthält Inserate, Anzeigen für Unternehmen von und für eine LGBTQ-Gemeinschaft, die zu dieser Zeit natürlich nur marginalisiert Sichtbarkeit erfahren hat. Also ich würde, also ne, das ist so, wir sind in Zeiten, wo AIDS irgendwie eine Krankheit war, die in einem ganz bestimmten Milieu zugeschrieben wurde und damit natürlich auch einen totalen Ausschluss reproduziert hat. Und dieses Telefonbuch, würde ich sagen, ist halt irgendwie, macht halt so viele Dinge gleichzeitig. Es ist natürlich auch irgendwie so ein Schutzraum in Form eines Telefonbuches, aber es hat auch irgendwie so ein empowerndes Potenzial zu sehen, okay, da gibt es jemanden, da gibt es jemanden, da gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann und vielleicht dem ich sage, hey, ich order doch dich für deinen Service als jemand, der, ja, mit dem ich da vielleicht eher Probleme gerate. Und das ist eigentlich so, das war eigentlich so die Initialzündung für das Projekt Who's Agency, was zu diesem Informal Wort entstanden ist. Ich habe ein widerständiges feministisches Anzeigenformat gegründet, was sozusagen auf die Freiflächen, die mir der Informal Wort zur Verfügung stellt, Zugriff nimmt. Und die Arbeit trägt den Titel Who's Agency, also mit der Frage, wessen Handlungsmacht, aber auch in einem zweiten Schritt vielleicht weißen Agenturen. Das ist auch gleichzeitig der Name der Website, who's.agency. Und im August 2018 beschloss ich dann also einen Verteiler aufzubauen, um Auftraggeberin für diese Arbeit zu suchen. Also nicht zu sagen, ich beauftrage mich selbst, sondern diesmal suche ich mir selbst die Auftraggeberin für diese Arbeit. Und die Bedingung, es gibt aber eine Bedingung, ausschließlich feministische Netzwerke, Einzelakteurinnen lokal und international dafür zu kontaktieren. Dafür habe ich so ein Formular aufgestellt, einen Anzeigen- und einen Suchanzeigenauftrag, den man bei mir aufgeben konnte, mit der Möglichkeit, dass ich diese Anzeigenaufträge kostenlos gestalten würde und diese dann in die Leipziger Innenstadt auf die digitalen Citylight-Posterflächen bringen würde. Das Interessante ist ja, dass ich sozusagen, also dass ich ökonomisch nicht aus dem Kreislauf rausnehmen konnte, weil ich sozusagen finanziert werde über diesen Preis oder das Preisgeld mich damit sozusagen monatlich auszahlen konnte. Und die Anzeige, genau, diese Citylight-Posterkästen, die seht ihr so oben, ja, also rechts, das sind auch so die Werbefotos von denen selber, wo ich schon mal reingemockt habe, wie das so aussehen könnte, um allen so eine Idee davon zu kriegen. Das sind ja so großformatige Werbeflächen, die so in einzelhandelsdichten Straßen installiert sind und den Einsatz von Bewegtbild ermöglichen. Überwiegend läuft auf diesen Screens so Markeninszenierungen von Parship oder H&M, aber auch vom privaten TV. Und das ist halt das Interessante, dass die Stadt sozusagen diese, also erstmal JCDecaux ermöglicht, diese digitalen Screens aufzustellen. Deswegen, also ich weiß nicht, ob es in allen Städten so ist, aber in Leipzig ist es so, hat dann eben die Stadt Leipzig gesagt, okay, dann nehmen wir doch unser Stadtmarketing und sagen zu JCDecaux, ihr könnt hier in der Innenstadt aufstellen, wenn ihr dafür uns ein Kulturkontingent gebt. Und dieses Kulturkontingent, das ist sozusagen für alle Institutionen, Projekte, die in Leipzig, von der Stadt Leipzig gefördert sind, haben sozusagen Zugriff auf diese Flächen und können darauf kostenlos laufen. Ich weiß nicht, ob sich diese Regularien bisher verändert haben, aber genau, und zwar, also als ich das Projekt begonnen habe, war der Deal sozusagen noch so. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, die Anzeigen dort kostenlos laufen zu lassen. Das wurde dann mit der, aber auch nur über die Galerie für zeitgenössische Kunst. Und mit dem Projekt ist es mir natürlich ein Anliegen, Allianzen zu bilden und politische, polemische, fiktive, emanzipatorische sowie humoristische Forderungen einer feministischen Gemeinschaft im allgegenwärtigen Warentausch sichtbar zu machen und zu befeuern. Ich rief also die Netzwerke dazu auf, natürlich sind wir in so einer kommerziellen Umgebung,
Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie so eine Angebots- oder so eine Suchanzeige auch eine Gehaltsforderung für Reproduktionsarbeit mit einschließen kann. Vielleicht geht es auch eher um eine Kontaktanzeige, vielleicht ist es auch eine Politgruppenvermittlung, vielleicht ist es aber auch ein Vereinsspendenaufruf. In der visuellen Übersetzung der Anzeigen hatte ich bereits festgelegt, dass ich rein formal typografisch arbeiten würde, weil ich vor allen Dingen, weil es mir wichtig war, irgendwie gegen diesen bildlastigen Kanon zu grätschen. Und natürlich geht es auch darum, ich glaube halt, weil sich viele Fragen von so einer Unterdrückung und Verwertung natürlich auch an so einem Markt festmachen, jetzt genau in diesen Kontext zu gehen, auf den man eigentlich nie Zugriff hat. Also natürlich wären all diese Netzwerke sichtbar, in Leipzig wären sie auf wilden Plakatierflächen sichtbar, aber niemand hat Zugriff auf diese Flächen. Und das hat mich eigentlich, oder das hat glaube ich auch alle, die davon überzeugt waren, total interessiert. Wie ist denn das möglich? Also normalerweise würde man für eine Woche 3.000 Euro bezahlen, um darauf zu laufen. Und wie können wir uns jetzt in diesen Kontext einbetten und was wollen wir da eigentlich fördern? Und ja, das so im Nachhinein dachte ich so, ich hatte damals auch ein Stück weit Bauchschmerz, alle anzuschreiben, weil natürlich auch irgendwie so ein popfeministischer, so eine popfeministische Gegenwart da draußen wartet und auf einmal so H&M-Werbung macht mit The Future is Female und solchen Dingen. Und ist es jetzt tatsächlich für alle so interessant, genau in diesen Kontext zu grätschen und nochmal als Politgruppe dort sich selbst einzufügen? Genau. Und es war dann total erstaunlich, dass ab dem Moment, wo ich alle angeschrieben habe, sich wirklich unglaublich, oder was heißt alle, ich habe übrigens alle Leute angeschrieben, und mit Sicherheit fische ich da auch in meinem eigenen weißen feministischen Kanon, den es zu überwinden gilt. Aber glücklicherweise haben sich total viele Netzwerke, Gruppen und Einzelaktivistinnen gemeldet, dieses Angebot wahrzunehmen und widerständige Anzeigen zu schalten. Genau, das ist die erste Anzeige, die damals im Stadtraum lief, die noch AuftraggeberInnen gesucht hat und auf das Flächenangebot aufmerksam gemacht hat. Dann habe ich mehr als 40 Einsendungen erhalten. Es gab viele so lokale Zusendungen, es gab aber auch Kollektive von außerhalb von Deutschland. Das Link steht hier, die Patriarch heißt Design. In der Mitte die feministische Bibliothek Mona Lisa, die es in Leipzig gibt. Und ganz rechts mit der Anzeige Suche Gesellschaft, biete Kritik, die Outside the Box, Lesen statt Putzen, biete Lesen statt Putzen. Das war ungefähr zur Weihnachtszeit auf den Screens. Jetzt guter Moment. Mir war es sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, ich hatte ja die Anzeigen schon wesentlich früher auf sozusagen aktuelle Geschehnisse auch zu reagieren. So habe ich beispielsweise eine Anzeige zum Internationalen Frauenkampftag gestaltet. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo dann auch die Eröffnung der Ausstellung war, ganz links. Und das Interessante, also was mich natürlich sehr gefreut hat, ist, als es dann eben auch Anzeigen gab von Gruppen wie Pro-Choice Sachsen, die eben den Abtreibungsparagrafen in Frage stellen und dazu eine Anzeige geschaltet haben, oder der antifaschistische Frauenblock Leipzig. Ab dem 8.3. lief die Installation dann auch im Schaufenster der GFZK, wo es eigentlich das Interessante war, nochmal alle Anzeigen zusammenzuführen, weil ihr müsst euch so vorstellen, die Anzeigen, ich habe die quasi eine Woche vorher an die GZK geschickt, die hat die dann weitergeschickt an die Stadt und JCDCO. Und das hat sich aber erstreckt über so 3 bis 4 Monate, dass all diese Anzeigen liefen, aber man hat sie nie alle zusammen gesehen. Und wie oft man sie gesehen hat, war auch immer abhängig von dem, wie viel kommerzielle Anzeigen sozusagen geschaltet wurden. Für die Ausstellung in der GFZK war es mir dann ein Anliegen zu sagen, ich würde eigentlich gerne einen Raum besetzen mit der Installation, die eben auch irgendwie in den öffentlichen Raum strahlt, dass man nicht unbedingt in die Institutionen gehen muss, um die Dinge zu sehen. Genau, und das war dann glücklicherweise auch möglich. Und dann haben wir auch noch eine Rahmenveranstaltung zu dieser Ausstellung gemacht mit der Designerin, Künstlerin und Pädagogin Rebecca Stefani, die ich für diesen Diskurs gewinnen konnte. Und
Und wir haben gemeinsam angefangen, oder das ist ja beispielsweise mit die Patriarchies Design, wenn ihr das noch nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt den Blog angucken von Maya Ober und Anja Neithardt, die ja ganz klar irgendwie im Design generell gucken, irgendwie, wo lässt sich da eigentlich so eine feministische Gesellschaftskritik anwenden, wo haben wir so blinde Flecken, dass Rebecca, Stefanie und ich gesagt haben, eigentlich interessiert uns diese Betrachtung auch nochmal viel spezifischer auf so Tools im Grafikdesign, und wir gesagt haben, vielleicht kann genau diese Arbeit auch ein Anlass und ein Rahmen sein, dass wir nochmal über unsere Tools sprechen und eben Glossar des undisziplinierten Gestaltens entwerfen. Und es gab sozusagen schon mal einen Vorläufer dazu in Karlsruhe, zu dem hat Rebecca Stefani eingeladen, wo eben die Patriarchies Design war und Maya Ober, das erste Buch sozusagen zu Women in Graphic Design rausgegeben hat. Ja, das war eine tolle Veranstaltung, wo wir von A wie arbeitsunfähig zur G wie geknebelte HandwerkerInnen zu R wie Roleplay, P wie Platzhalter, Frauen und Z wie Zaunreiterin im Akkord alle Begriffe durchgesprintet sind. Und abschließend, und das ist jetzt mein letztes Slide, möchte ich euch einen Begriff vorstellen. Das ist A wie Abziehbilder. Das Abziehbild, Stellvertreterin für ein Bild, ein Abbild, ein Vorbild, eine Haltung, welche spiegelverkehrt auf ein wasserlöslich grundiertes Papier gedruckt ist und nach Anfeuchten auf einen Körper, einen Gegenstand, eine Lehre, eine andere Haltung übertragen werden kann. Unzählige ProtagonistInnen, TheoretikerInnen, GestalterInnen wurden in den Kanon für Abziehbilder nicht überführt. Wie in allen anderen Bereichen schlägt auch am eurozentristischen Gestaltungstellerrand die westlich-männliche Geschichtsschreibung zu, und Archive von vergessenen DesigntheoretikerInnen und PädagogInnen lassen sich heute freilegen. Wir wissen zu wenig voneinander, ob aus einem Privilegiensystem heraus oder einer patriarchalen Vormachtstellung. Das ist der Chor unserer Referenzen für das Glossar, das wir so durchstreifen. Also die Textproduktion, die in diesem Glossar steht, haben wir natürlich nicht selbst gemacht, sondern das sind irgendwie ja, alle die Stellvertreterinnen und VorreiterInnen, die wir gerne vorstellen möchten, um mit diesem Glossar eigentlich selber irgendwie aus so einer feministischen Perspektive auf Gestaltung zu gucken, unsere gestalterische Praxis zu reflektieren, eine eigene Haltung kritisch zu überprüfen, aber auch blinde Flecken zu finden und Privilegien zu checken, die wir ja auch selber haben, und das Reproduzieren von akademischem Wissen in Frage zu stellen. Wir versuchen also, diese Vorbilder miteinander zu verknüpfen und Erfahrungswerte nebeneinander zu stellen, die sowohl Low- als auch High-Culture sind. Uns geht es natürlich selber darum, irgendwie unsere gestalterische Praxis zu schärfen. Dabei würde ich sagen, dass dieses Glossar noch lange nicht abgeschlossen ist. Es ist unser Anliegen, eigentlich auch noch eine größere Veranstaltung daraus zu initiieren, in Workshops mit nur anderen Stimmen das Glossar zu erweitern oder auch zu erproben. Also es ist eigentlich so ein erster Aufschlag, den wir im Rahmen von Youth Agency gemacht haben, und ja, wo ich mich zukünftig freue, dass wir schon einen Workshop in Halle und an der HFG geben können und dann hoffentlich auch viele dieser Vorreiterinnen mit vielen monetären Mitteln auch einladen können, darüber zu sprechen, was eigentlich so der Status quo in der Gestaltung ist. Das war